Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist besorgniserregend. Die Energiepreise haben sich binnen weniger Monate vervielfacht. Die Industrie leidet enorm und die Produktion muss heruntergefahren werden. Bereits 5 Strom- und Gasanbieter sind in Deutschland pleite gegangen. Also prüf auch mal, ob dein Anbieter zu Hause eventuell davon betroffen ist. Und nicht nur Aktionäre bestimmter Unternehmen sind betroffen, nein, die Energiepreise, aber auch Güterpreise werden weiter durch die Decke gehen. Der Sparer realisiert durch diese Inflation jetzt extrem hohe Verluste. Wenn du dein Kapital schützen möchtest und in diesen Zeiten renditeträchtige Investments suchst, dann ist dieser Beitrag für dich ideal. Laut einer IFO-Umfrage im Dezember sind über 80% der deutschen Industrieunternehmen betroffen und haben Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Besonders betroffen ist der Automobilsektor, der Maschinenbau und vor allem elektronische Ausrüster. Hinzu kommt noch die Halbleiterproblematik. Die Wirtschaft sieht sich konfrontiert mit ständigen Problemen und Hindernissen. Auch durch die Beschränkungsmaßnahmen werden diese Lieferketten ausgebremst. Es bedarf viel Zeit, bis sich ein Wirtschaftssystem wieder einpendelt und regeneriert. In der Wirtschaft spricht man davon mindestens 12 bis 18 Monaten. Bis dahin werden weitere Probleme und Herausforderungen bestehen und müssen gemeistert werden. Besonders gefährlich ist aber nun die Energiekrise, von der in Deutschland die meisten betroffen sind. Der Abbau im Atomkraft- und Kohlewerkbereich sorgt dafür, dass die Preise explodieren. Die Energiepreise selbst sind hier schon bis zu 600% angestiegen. Produzierende und mittelständige Unternehmen stellen die Produktion sogar ein, weil es gar keinen Sinn mehr macht zu produzieren, weil sie garantiert Verlust einfahren würden. Zum Beispiel der Glasproduzent Glashütte Freital hat höhere Energiekosten, als der Umsatz eigentlich im Unternehmen ist und das bei voller Auslastung. Viele Industrieunternehmen fungieren als Zulieferer für größere Unternehmen. Auch diese leiden darunter. Und beispielsweise im Automobilsektor, die ganzen Elektroteile, die können nicht geliefert werden aufgrund von Lieferkettenengpässe oder in der Produktion, weil es zu teuer ist und viele ihre Produktion eingestellt haben. Aufträge werden dann mal eben schnell zurückgefahren. Und das wiederum gibt Verwerfungen in der Wirtschaft. Das Wirtschaftswachstum wird daher jetzt die nächsten Monate weiter stagnieren. Also, was musst du machen? Kaufe nicht Unternehmen, die davon direkt betroffen sind. Schau, dass du diversifiziert bist, also auf eine gewisse Streuung, dass du kein Branchencluster hast, kein Branchenrisiko und alles in einen Sektor investierst. Durch die Streuung hast du da weniger Risiko. Im internationalen Markt gibt es viele Möglichkeiten, die nicht von der Energiekrise betroffen sind. Also schau dir auch über den Tellerrand rum auf der ganzen Welt Werte an, die eventuell für dich in Frage kommen. Und vor allem Unternehmen mit geringem Energiebedarf und skalierbarem Geschäftsmodell, die sind jetzt idealer, weil die von den ganzen Problematiken gar nicht betroffen sind. Den größten Fehler, den du jetzt machen kannst, ist einfach Cash zu halten. Wir wissen, wir haben durch diese Verzerrung eine enorme Inflation. Und auch nicht nur im letzten Jahr, sondern auch im Jahr 2022 wird es weiter vorherrschen. Also jeder, der Cash hält, hat schon mal garantiert verloren. Also der sicherste Weg ist, wenn du nicht verlieren möchtest, nicht komplett in Cash zu bleiben, sondern auch zu investieren. Das sagt auch die Investmentlegende Ray Dalio. Unsere internen Recherchen haben ergeben, dass große Fonds und Investmenthäuser bereits umschichten und ihr Kapital auf Emerging Markets mehr überproportional gewichten und weil sie dort ein extremes Wachstum für dieses und nächstes Jahr sehen, um die Krise besser zu meistern. Was ist also jetzt eigentlich deine Top-Aktie für 2022? Trotz all den Schwierigkeiten können natürlich auch einige performen. Von den aktuellen Entwicklungen kannst du profitieren, wenn du ganz genau dich vielleicht in der Tiefe besser mit einzelnen Unternehmen auskennst. Deswegen, wir sind jetzt mal gespannt. Lass uns mal unten einen Kommentar da, wie du das Ganze siehst, wo bist du investierst. Vielleicht hast du ein paar Anregungen. Wir schauen uns gerne deine Tipps in die Tiefe mal richtig an und wir können das Ganze mit unserem Team analysieren und in den nächsten Videos präsentieren und vor allem für alle anderen zugänglich machen. Ansonsten wünsche ich dir für das Jahr 2022 eine sehr hohe Rendite, vor allem viel Stabilitätsspiel, viel Spaß an der Börse. Ich sag mal erstmal ciao, bis bald, Adrian von Finment.